Erhöre mich. Dein Resümee nach dem Film, wie werden die Leute rausgehen? Ja, bis jetzt haben die Leute Albträume, sie können schlecht schlafen. Aber für uns ist das ja eine Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben. Und Gott sei Dank ist es noch relativ früh am Tag. Und ich hoffe, danach macht der eine oder andere noch was Lustiges. Ja, vielleicht auch für euch irgendwann in eurer Nähe friedlich in die Katastrophe, der Dokumentarfilm, reingehen. Vielen Dank. Was momentan passiert, ist im Grunde genommen, dass Flugzeuge gestartet werden, wo keine Landebahnen da sind. Wir haben ein Höllenfeuer auf Erden entfacht, das wir nie wieder löschen können. Einmal in der Biosphäre kann sich der Wahnsinn frei verteilen. Ich bin Martina, bin 13 Jahre alt und habe den Film im Abaton gesehen. Und mir ist dabei klar geworden, dass das besonders mich betrifft, das Problem mit der Atomkraft und den Abfällen. Und ich verstehe nicht, dass die Erwachsenen nichts dagegen unternehmen. Und sie sollten sich den Film unbedingt ansehen, dass sie es auch verstehen. Die traurige Wahrheit ist, dass wir die Büchse Pandoras geöffnet haben und dass es kein Zurück in eine Welt gibt, die sicher vor dem nuklearen Wahnsinn ist. Ich bin Mutter von 4 Kindern. Ich habe das erste Mal einen Film gesehen, den Film von Holger Strom, Friedlich in die Katastrophe, der so zusammenhängend alle Probleme aufzeigt, die uns im Moment und auch die nächste Generation betreffen werden. Es ist Endlagerung von atomarem Müll, es ist die Zerstörung unserer Umwelt, es sind toxische Elemente, Gifte, die wir durch Nahrung aufnehmen, Verschmutzung der Flüsse und so weiter und so fort. Wir kennen die Umweltthemen, die aber leider nie wirklich vollends ausgesprochen werden, zumindest die Probleme, werden oftmals totgeschwiegen. Die Brisanz der Probleme wird totgeschwiegen. Meine große Sorge ist, dass unsere Kinder in der Zukunft auf einem Riesenhaufen Abfall sitzen bleiben, unaufgeklärt. Und was Aufklärung angeht, kann ich nur hoffen, dass dieser Film in den Lehrplan der Schulen aufgenommen wird. Unsere Kinder sind nicht dumm. Sie haben ein gutes Gefühl für richtig und für falsch. Und da es sie insbesondere betrifft, sollte rechtzeitig Aufklärung erfolgen. Kritisches Denken daraus erwachsen. Lieber Werner Altnickel, wir stehen hier vor Premiere, Friedlich in die Katastrophe, das Standardwerk von Holger Strom, jetzt verfilmt. Was geht einem durch den Bauch? Ja, wunderbare Sache. Ich habe den Film ja schon mal im Vorschnitt gesehen. Ich hoffe, dass möglichst alle Leute, mindestens der Anti-Atom-Bewegung, den auch gucken können. Was ein bisschen bedauerlich ist, dass also von Seiten der Grünen das kaum gefordert und gefördert wird. Welche Gefühle wird der Film auslösen? Ja, Betroffenheit auf jeden Fall, vielleicht auch Schock. Die Leute, die sich noch nicht mit dieser Thematik so auseinandergesetzt haben wie Holger seit Jahrzehnten, werden tief betroffen sein. Und ihnen werden also einige Leuchter aufgehen, was überhaupt noch nicht bekannt ist auch. Mit der gewohnten Art von Holger, er nennt ja die Pferde beim Namen und kennt auch keine Tabus, zum Glück. Ja, Ross und Reiter sollen schon genannt werden, ne? Ja, richtig, aber das machen ja immer wenige. Aber nun haben wir doch die sogenannte Atomwende, alle müssten doch Hurra schreien. Sehe ich genauso. Ich habe ja 17 Jahre lang die Greenpeace-Gruppe Oldenburg geleitet und ich habe auch an dem Publikum gesehen, die da mitmachten, dass die Einsatzbereitschaft leider Gottes nicht zugenommen hat, sondern eher abgenommen hat. Das ist, ich sag mal, die alten Campen von damals, die Zeiten haben sich halt gewandelt. Nicht? Aber wir hoffen schon, dass also sich viele Leute durch diese ja doch schockierenden Sachen, die auf uns zukommen und die auch schon da sind, siehe Fukushima und so weiter, wieder inspirieren lassen, etwas mehr Wut im Bauch umzuwandeln in positive Protest und kreative Aktionen. Werner Altnickel bei der Vorpremiere zum Film Friedlich in die Katastrophe für MölnTV. Vielen Dank.
Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Ich habe mir den Film Friedlich in die Katastrophe angeschaut und ich war entsetzt, was mich in der Zukunft erwartet. Mir ist klar geworden, dass wir, wenn wir unsere Zukunft sichern wollen, einen völlig anderen Weg gehen müssen, dass wir umschwenken müssen. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns weiterbilden, dass wir Informationen sammeln, dass wir die Fakten klar sehen. Und dazu müssen wir uns den Film anschauen. Wir, die vernunftbegabte Spezies Mensch, sind dabei, uns auf ewig zu vergiften und unsere Nachkommen auf die brutalste Weise auszulöschen. Unser Film Friedlich in die Katastrophe läuft jetzt seit 2 Monaten. Und ich bin doch eigentlich entsetzt darüber, wie die Gesellschaft diesen Film totschweigt und abblockt. Wir sind nicht bereit, die Verantwortung für unser Handeln zu übernehmen. Wir wollen weiter unsere Kindeskinder ausrotten und ermorden. Und dies ist wirklich das schlimmste Verbrechen. Mir fehlt eigentlich die Vorstellungskraft, wie unverantwortlich und wie kriminell wir handeln. Und dass wir das nicht wissen wollen, erschüttert mich. Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen.